Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, das wird eine etwas kürzere Aufnahmesession höchstwahrscheinlich, aber ich muss die Gelegenheit nutzen, wie sie sich gerade bieten, und mir bietet sie sich gerade mal. Und wie ihr seht, sind wir wieder auf Kadera und es hat einen guten Grund, denn wenn wir mal kurz auf die Karte schauen, sehen wir, ich habe ein bisschen aufgeräumt, hier sind weitaus weniger Quests als vorher. Das hier habe ich mal noch übrig gelassen, ein verlockender Deal. Das werden wir uns gleich noch zusammen anschauen und dann möchte ich noch hier oben hin. Hier sind zwar auf den ersten Blick nur Billigsachen wie Erinnerungsauslöser und so. Okay, die Scanner-Anomalie könnte noch interessant sein für uns. Da will ich auf jeden Fall jetzt noch hin in der Aufnahme. Aber es wird sich gleich noch zeigen, dass da noch was mehr ist als nur das. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht ganz nett, wenn wir uns das zusammen anschauen. Die Opfer, die es hier überall gab, die in den Tümpeln versenkt waren, habe ich mit gescannt. Da können wir dann auch noch uns die Belohnung abholen dafür. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal einfach, was es da oben für uns gibt. Da gibt es bestimmt Vorräte. Sie sind alle tot. Wie ist das geschehen? Ich sehe keine Anzeichen für einen Angriff. Ein Scan der Leichen könnte uns Hinweise geben. Ja, das ist der Punkt. Hier gibt es zwar einen Dar, aber aus irgendeinem Grund sind alle tot. Und ich habe es mir bisher noch nicht näher angeschaut, denn als ich das mitgekriegt habe, dachte ich mir, das sollten wir uns vielleicht doch lieber zusammen anschauen. Aber ich denke, das wird interessant werden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir bisher selbst noch keine Siedlung hier errichten konnten. Denn wenn hier irgendwas ist, das alles umbringt, naja, das ist dann vielleicht nicht so gut. Aber schauen wir einfach mal rein. Finster ist es hier. So, wir sammeln erstmal kurz. Und dann schauen wir uns mal das Datenpad an. Ah, verschlüsselt. Sam, kannst du da was machen? Ja, Moment bitte. Dieses Log gehörte Skylar Yefir, einem Angara, der hier lebte. So, Moment, ich musste nur kurz meinen Xbox-Controller mal an eine andere Stelle stellen. Der hat nämlich gerade angefangen zu vibrieren. Und das ist vielleicht ein bisschen ungünstig hier, wenn das die ganze Zeit immer brrrr macht im Hintergrund. So, egal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Erstes Log. Spiel das erste Log ab, Sam. Es tauchen immer mehr Aliens auf. Sie sind verzweifelt und schmutzig und bezahlen alles für ein Stück Adi und sauberes Wasser. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre verloren. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt. Hören wir uns das zweite Log an. Ich habe heute einen der Aliens erwischt, wie er unser Filtersystem studiert hat. Ich habe Karina und ihre Schwestern angewiesen, die Anlage zu bewachen. Wenn diese Exilanten lernen, eigene Wasserfilter herzustellen, brauchen sie uns nicht mehr. Aha, die wurden also ausgebeutet, die armen Schweine. Naja gut, aber ich meine, wenn sie selbst nicht viel haben, dann wollen sie halt natürlich Vorteile aus dem ziehen, was sich ergibt. Und ich denke, in der Welt, da ist halt jeder erstmal sich selbst der Nächste und in dem Falle hier wahrscheinlich auch seiner Art und seines Dars der Nächste sozusagen. Letztes Log, Sam. Einige Aliens haben sich nicht weit von hier niedergelassen. Sie nennen es den Charybdis Point. Eine Gruppe von ihnen kam heute zu uns und hat verlangt, dass wir unsere Wasserfilter übergeben. Karina und die anderen konnten sie vertreiben, aber ich habe Angst vor der Verzweiflung in ihren Augen. Hätten wir dann nicht aber noch die Leichen anderer finden müssen? Also, das reicht. Ich muss ja zugeben, ich habe gar keine Leichen bisher hier gesehen. Aber das hätte denen ja auffallen müssen, dass da noch die Leichen nicht bloß von Angaras, sondern auch von anderen hier liegen. So, schauen wir mal kurz. Speisekarte. Essen und Wasser im Austausch für Credits, Bergungsgut oder was auch immer sie haben, waren am Anfang der Liste und sind teurer als diejenigen am Ende. Gefiltertes Wasser, Adi-Fleisch, Fleisch frisch, Kerkin-Panzersuppe, Taug-Steak, Drallhappen und Adi-Fleisch nicht mehr ganz so frisch. Sehr schön. Also das Wasser ist das teuerste. Wasser ist das teuerste und gleichzeitig das essentiellste von allem, was es hier gibt. Ohne Wasser ist nicht mit Leben, ne? Ah, hier sind ein paar Leichen. Siehst du mal. Aha. Schauen wir mal rein in die gute Stube. Eine Filteranlage. Wenn sie sowas hatten, warum haben sie dann giftiges Wasser getrunken? Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Jemand hat den Filter manipuliert.
Die Angare haben gerade so viel Schwefelsäure aufgenommen, dass es erst über einen längeren Zeitraum tödlich ist. Aber nicht genug, um es gleich zu merken. In Skylars Log war von Problemen mit Exilanten die Rede. Sehen wir uns diesen Charybdis-Point an. Das sollten wir auf jeden Fall tun, würde ich auch meinen. So, gucken wir noch kurz in das Datenpad hier. Persönliches Log von Walter. Neuer Eintrag, alles tut weh. Ich habe mich so viel übergeben, dass ich das Gefühl habe, mein Magen hat sich umgedreht. Sogar Skylar, der Stärkste unter uns, sieht aus wie der Tod persönlich. Lag wohl daran, dass er schon quasi tot war. Gut, also ein neues Ziel für uns, der Charybdis Point. Das klingt sehr gut. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Okay, hier unten sind wir dann fertig. Ich frage mich, ob das hier oben dann jetzt vielleicht der Charybdis Point ist. Oder wo wir den genau finden. Mal schauen, würde ich sagen. Ne? Ich habe jetzt gar keine... Ach, hier unten. Okay. Der Charybdis Point ist weiter südlich. Das finde ich aber komisch. Ne, wir schauen es uns mal an. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, bevor wir dann weiter nach Norden aufbrechen. Und heizen einfach nochmal hier drüber. So wie wir gekommen sind. Hui. Die Fahrten mit der Kiste machen einfach viel zu viel Spaß. Pathfinder, wir nähern uns Charybdis Point, das Exilantenlager aus Yefirs Logs. Wir sollten mit dem Verantwortlichen reden und den Bereich nach Hinweisen durchsuchen. Hier waren wir ja auch schon mal, würde ich meinen. Naja. Wenn sich jemand findet, Leute, stellt euch. Aber nicht ein ganzes. Vielleicht wird jemand einverstanden wie alle anderen auch. Ja, da unten haben wir schon ein Schuldeingeständnis quasi. So, schauen wir erstmal das Terminal. Besucherprotokolle. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Eigentlich nicht. Ah, das scheint aber wie eine Art Herberge zu sein hier, oder? Hausordnung von Charybdis Point. Was sie in ihrer Pritsche machen, ist ihr Bier, aber machen sie es leise. Nein. Kein Diebstahl, keine Gewalt, kein Mord oder Totschlag. Aufenthalt nur in ihrer Pritsche und in den Gemeinschaftsbereichen. Die Essenszeiten sind gesetzt. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Wir behalten uns das Recht vor, sie jederzeit vor die Tür zu setzen, gerne auch unsanft. Also, eine Herberge, die wahrscheinlich in dem Dar eine Konkurrenz gesehen hat. Was hat es mit dem Namen auf sich? Ich war mal mit einem Menschen zusammen, der auf Mythologie stand. Mellox. Geile Begründung. Ja, Charybdis ist ja der Wasserschlund in der griechischen Mythologie, an dem Odysseus vorbei muss mit in der Odyssee. Gibt es ja Scylla und Charybdis. Scylla ist ein Meeresungeheuer und Charybdis ist... Ich glaube... Ist das ein Ungeheuer? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach bloß ein großer Schlund, in dem alles verschwindet im Meer. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das war. Na gut, reden wir mal mit Mellox, da scheint er hier der Chef zu sein. Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mellox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Ich sehe mich nur um. Nur zu, aber machen Sie keinen Ärger. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Mein Trupp und ich sind nicht weit von hier auf ein angaranisches Dorf gestoßen. Die Einwohner wurden vergiftet. Jemand hat ihre Wasserfilter manipuliert. Kein schönes Ende. Aha, mehr hast du dazu nicht zu sagen. Ist ja interessant. Ich habe ein Log gefunden, in dem von Schwierigkeiten mit diesem Lager die Rede war. Wissen Sie was darüber? Nein, tut mir leid. Ich verkaufe nur Betten. Und sauberes Wasser. Mir gefällt nicht, was Sie damit andeuten, Pathfinder. Entweder nehmen Sie jetzt ein Bett oder Sie verschwinden.
Bitte. Ja, aber wir haben ja gesehen, es gibt noch andere, mit denen wir reden können. Ich glaube, es war aber noch irgendwas offen hier, oder? Willkommen zurück. Ja. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kedera bedeutsame Annehmlichkeiten. Kann ich mir vorstellen. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. So, jetzt müssen wir mal schauen, gibt es hier irgendwas, was wir scannen können oder... Oh, hallo. Stockbetten. Ach, riesig. Ja, mehr scheint es ja aber auch nicht zu geben. Okay, ich glaube, der Questmarker führt uns an die Stelle unter diesem Haus. Also gehen wir auch mal hier runter. Wie wär's mit diesem Eingang? Ausgeräumt. War hier nicht gerade noch jemand? Wir hatten auch noch Stimmen gehört gerade eben. Wasserfilter. Bauart und Design passen zu denen aus dem Angara-Dorf. Na, das ist ja sehr überraschend. Die Exilanten haben also das Design der Angara gestohlen und sie dann auch noch getötet. So viel Tod. Und wofür? Hey! Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Nope. Diese Filter. Sie haben das Design von den Angara gestohlen, richtig? Das geht Sie nichts an. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Ich frage nicht nochmal. Woher haben Sie das Filterdesign? Dahinter steckt eine Geschichte, die Sie nicht verstehen würden. Raus damit. Wir konnten Sloans Schutzgebühr nicht bezahlen, also hat sie uns rausgeworfen. Wir haben dann die Angara um Hilfe gebeten, fast verhungert und verdurstet. Aber statt sich anständig zu verhalten, haben uns diese Mistkerle ausgeblutet. Credits, Kleidung, Waffen. Sie haben alles genommen. Nicht alles. Sie haben überlebt. Sie haben sich hier eingerichtet. Die Angara wissen als Einzige, wie man das Wasser dieses Planeten richtig filtert. Wir wollten nur autark sein. Ich habe ihnen Geld für das Design angeboten. Sie haben abgelehnt. Also haben sie sie vergiftet. Und ihr Geschäft stillgelegt. Ich lasse nicht zu, dass sie damit durchkommen. Ich wusste, dass sie das sagen würden. Tötet sie! Ah, glaube ich nicht, dass es klappt. So, hauen wir einfach ein bisschen drauf. So viel halten ja auch mal nicht aus. Noch einer? So, kommen wir mal zu dir hoch, würde ich sagen. Kriegst du es noch hin, Ryder? Ziel nicht erreichbar, aha. Jetzt. Schön. Wird ja auch Zeit. Sieh mal an, die Lebensfähigkeit steigt. Haben die Angara jetzt ein bisschen Gerechtigkeit erfahren. Danke, Ryder. Naja, mehr konnten wir ja leider nicht tun an der Stelle. Aber zumindest haben wir es den Leuten ja jetzt noch schwerer gemacht, indem wir auch noch diese Siedlungen platt gemacht haben. Also, die Sache ist, klar, die Angara haben jetzt Gerechtigkeit erfahren, aber vielleicht sollte man zumindest dieses Hotel weiter betreiben. Einfach nur in einen anderen Besitzer einsetzen. Aber vielleicht erledigt sich das hier auch von alleine. Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand, der hier gerade ein Zimmer hat, sich dann einfach sagt, ja, dann mache ich das halt hier einfach weiter. Über Semai, Rayleigh, behalten Sie ihn im Auge. Er beschwert sich über, Sie wissen schon wen, und ich will nicht, dass Sie wissen schon, wer davon erfährt. Erinnern Sie ihn an den Schwur, und wenn er nicht spurt, nun, ein hungriges Mal weniger. Maddox. Also der Typ hat's immer so gemacht. Wenn irgendwas ihm nicht passte, dann hat er hart durchgegriffen.
So, sorry übrigens wegen dem Geräusch von dem Dim-Dim im Gespräch. Bei mir hat es gerade den Kontakt von etwas getrennt, aber ich will noch mal ganz kurz was schauen, deswegen werde ich mal ganz kurz unterbrechen und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und ich habe mein kleines Problemchen hier behoben. Jetzt können wir auch wieder Richtung Norden fahren. Das Quest ist ja abgeschlossen. War am Ende gar nicht so aufsehenerregend, ne? Also, viel ist ja gar nicht passiert. Aber gut, was soll's. Hätte ja auch eine größere Angelegenheit sein können. Und wer weiß, was wir da oben jetzt vielleicht noch finden. So, eigentlich ist das doch eine ganz exquisite Angelegenheit. Wir könnten jetzt noch den Wasserfilter reparieren, der hier ist. Und dann können wir beide Siedlungen in Beschlag nehmen. Ich habe die Quelle des Notrufs lokalisiert. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Ja, bitte, dankeschön. Ein SOS-Signal. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ist das gleich hier vorne irgendwo oder hier hinten? Das ist aber ziemlich weit weg. Ich mache es mal ganz kurz dahin. Einfach weil es gleich um die Ecke ist. Auch wenn das jetzt Sachen sind, die ich eigentlich eher abseits der Aufnahme immer mache. Aber naja. Ah, wie so ein kleines Hochplateau hier. So, hier haben wir den Stein. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Jojo, da ist es doch schon. So, das hätten wir geklärt. Bleibt noch der Erinnerungsauslöser, der hier vorne gleich irgendwo ist. Na. So richtig treffen willst du gerade nicht, was? Jetzt. So, davon, okay. Ich gehe trotzdem nochmal zum Nomad zurück. So. Müssen wir dann nicht so viel laufen. Hups. So. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Sehr schön. Ich hatte schon zwei andere Erinnerungsauslöser hier gesammelt. Die waren aber alle nicht genug, um eine neue Erinnerung freizuschalten. Deswegen freut mich das, dass es jetzt auch mal reicht. So, dann können wir hier die Ecke auch lassen, wie sie ist. Und uns, ja, geradewegs vielleicht nicht. Vielleicht fahren wir eher hier unten lang. Also, und uns mit kleinen Umwegen dann in Richtung des NAV-Punkts aufmachen. Cooler Weg zum Cruisen hier. Aha, hier ist schon mal ein Häuschen. Ist das eine Siedlung von Interesse? Keine Ahnung, wir schauen es uns mal an. Ist ja bloß ein Haus. Scheint aber recht leblos hier zu sein. Jemand zu Hause? Nö, ist auch gar nichts drin hier. Sehr interessant. Warum steht das hier? Hm. Wer weiß, wer weiß. So, gehen wir mal kurz auf die Karte. Es ist noch ein Stück. Es ist noch ein Meter, den wir zurücklegen müssen. Vielleicht ist der SOS-Punkt jetzt auch das naheliegendere. Nehmen wir uns doch erstmal den vor. So, dann schauen wir noch mal, wo wir hier so rauskommen. Noch eine Siedlung oder noch ein Haus. Und das ist auch der Punkt, wo das SOS-Signal herkam. Aha. So. Gut, schauen wir mal. Willkommen in der guten Stube. Was haben wir denn da? Erstmal sehr viel Finsternis. Oh, ich höre seltsame Tiergeräusche, glaube ich. Oder auch nicht. Schau mal, jemand hat unser SOS empfangen. Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Oh, ist das etwa ein Hinterhalt?
Wir schauen uns erstmal das Datenpad an, glaube ich. Gedanken. Liebes Tagebuch, es passiert. Die Pflanze fängt an zu wirken. Mach dich auf was gefasst. Was ist, wenn mein Arm Hunger kriegt? Wenn er einfach einen Snack braucht und meinen Fuß isst? Tauschen sie dann Platz? Und dann ist da noch das Problem mit Lila. Was will das eigentlich? Kann es sich nicht entscheiden, ob es blau ist? Mann, überleg's dir halt endlich mal. Und noch was. Raumzeit ist gar nicht, wie wir denken. Wir sind alle individuelle Stücke Energie aus einem viel größeren Pool gezogen und in einem künstlichen Zeitstrom zu Form geworden. Zeit existiert im klassischen Newtonschen Sinne gar nicht. Alles passiert gleichzeitig. Aber unser Verstand käme damit nicht klar. Also verarbeiten wir eines nach dem anderen. Aber ich sehe es jetzt alles. Es passiert alles. Das Alpha und das Omega sind vereint. Und scheiße, ich glaube, mein Zeh hat gerade meine Hand gegessen. Oh, Kiffer-Gedanken. Sehr schön. Gefällt mir. So, das andere Datenpad noch. Käufer, der Typ, der in der Höhle wohnt. 4 Blätter, der fiese, die fiese Asari-Tussi mit der Narbe. 3 Blätter und so weiter. Baba Quad, Krogana. Okay, Sloans Bodyguard ist auch mit dabei. Turiana mit den fiesen Verbrennungen beim Feuersee, durchgeknallte Salarianer, der viel zu schnell... Das ist, die Beschreibung passt auf alle Salarianer, der zu schnell redet. So, okay, wir sind also in einem Drogenlabor gelandet sozusagen. An alle, die gerne Wasser trinken. Angeblich hat jemand eine saubere unterirdische Quelle gefunden, oben in den Hügeln, schwer zu finden. Aber Murdoch sagt, der böse Typ hat gesagt, der andere Typ mit den Narben hätte jemand von diesem Typen gesehen, wie er Wasser gegen Vorräte tauscht. Ja, was auch immer. Wir sollten mal mit denen hier reden. Nachdem wir gescannt haben, natürlich. Mensch, geistig beeinträchtigt. Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Dieser Mensch scheint unter dem Einfluss einer unbekannten chemischen Substanz zu stehen, die Auswirkungen auf motorische Funktionen und komplexe Denkprozesse hat. Das trifft's ganz gut. Wir haben Ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Oh, also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Was zum Teufel kann an einer Pflanze so wichtig sein? Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, also sie hat... Heilkräfte. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, naja, Kunden, die medizinische Hilfe brauchen. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden sie eins. Wir haben die Lampe? Aha. Sehr interessant. Ich habe eine Lampe für Ihre Pflanze. Echt? Wow! Mitten im Niemandsland! Hammer! Die wird gehen! Und hey, nehmen Sie ruhig eine Probe mit. Sie wissen schon, falls Sie mal eine Infektion loswerden müssen, oder... Sei ruhig, Mann. Okay. Dann haben wir jetzt mal allen Kiffern auf diesem Planeten geholfen. Ist das nicht schön? So, ich glaube, mehr gibt es für uns ja auch nicht zu tun. So, die Lampe läuft wieder. UV-Licht. Ja, super. War ein Riesenquest mal wieder. Ah, hier, schau mal, können wir die Pflanzen selbst noch anschauen. Diese Pflanze verfügt über einzigartige pharmakologische Eigenschaften. Sie liefert ein starkes Antibiotikum. Ab sie mal an. Bei höherer Dosis kann es allerdings psychoaktive Effekte auslösen. Dann haben sie also nicht komplett gelogen. Das könnte dem Kranken in der Nexus-Zuflucht helfen. Interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Na, umso besser, dass wir jetzt denen geholfen haben. Initiative Kerntech, wunderbar. Okay, ich glaube, damit haben wir hier soweit alles abgearbeitet. War ja dann doch erfolgreicher, als ich zunächst dachte.